Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Cleverbot. Ich habe so viele Kommentare gesehen, dass sich Leute wieder Cleverbot gewünscht haben und ich meine, die letzte Folge ist natürlich jetzt auch irgendwie circa 4 Jahre her. Deswegen befinden wir uns wieder hier beim Cleverbot und werden, ich weiß, über was sollen wir mit dem reden? Hab mir jetzt gar keine Gedanken tatsächlich vorher gemacht. Da wir so lange nicht mehr mit ihm geredet haben, stelle ich einfach mal als erste Frage, kennst du mich? Ich kenne Stegi. Da... Nein, ich meine mich. So, mal schauen. Na, ist ja gut. Alles klar, dann ist ja gut. Nee, wir hatten es doch vorher in den anderen Folgen immer so zu Beginn. Wir hatten da immer so gefragt, ob der weiß, was ich anhabe, um zu schauen, ob er klug ist. Ja. Welche Farbe hat mein T-Shirt? Und er antwortet, dein T-Shirt hat die Farbe Glab. Das ist mein T-Shirt hat die Farbe Lukashop. Luca-shop.de. Als nächstes frage ich ihn einfach mal, welche Farbe hat meine Boxershorts? Da antwortet er, was für eine Farbe haben meine Haare? Blau oder so? Blau? Fragezeichen. Deine Hose hat die Farbe Blau. Hey, schaut, wie ich blau. Hat er jetzt nur blau gesagt, weil ich gesagt habe, dass seine Haare bzw. sein Gehirn da oben blau sind? Ich bin blau. So, was antwortet er jetzt? Jetzt schreibt der Cleverbot nämlich auf die Antwort, dass ich betrunken und blau bin. Welche Farbe... Vorhin fragte er mich, was für eine Farbe haben meine Haare und jetzt, welche Haarfarbe habe ich? Willst du mich verarschen? Blau, Fragezeichen und blau, das ist keine Haarfarbe, höchstens eine Färbung. Der ist ja richtig klug geworden. Halt's Maul. Halt du dein Maul. Ach, ich liebe unser Verhältnis, Cleverbot. Nachdem wir den jetzt ein bisschen was gefragt haben über mich, frage ich jetzt einfach mal über die hier hinten. Oh, fuck this shit. You lost your fucking hair, Ukulele. Just stay like this. Kennst du noch Ukulele? Fragezeichen. Und er schreibt Kevin und Stuart. Ukulele. Lieber Kevin, bist du eine Frau? Ist Ukulele nochmal eine Frau oder ein Mann? Ich glaube, wir hatten mal gesagt, dass Ukulele eine Frau ist, weil ja Baloo und Vitello schon männlich sind. Was für eine Begründung, Alter. Okay, egal. Kennst du wenigstens Baloo? Fragezeichen. Und er antwortet nur den von Kika Live. Den von Kika Live? 12 seconds later. Wenn ich Kika Live Baloo eingebe, kommen solche ganzen Sachen und ich... Wieso ist da verfickt nochmal Bibis Beauty Palace, Mann? Ich werd nicht mehr. Da geh ich... Schon wieder! Guck mal, hier sind sogar Ernie und Bert haben wir hier. Wir haben noch... Wir haben Hunde tatsächlich, sehr, sehr viele. Wir haben den verkackten Bibi Twitter Emoji. Mit diesem verkackten Ansatz da oben. Ich schreibe jetzt mal einfach, Vitello ist hier. Kennst du mich? Fragezeichen. Und der Cleverbot antwortet darauf ganz gediegen mit der tollen Nachricht, dass der Cleverbot irgendwie gerade gar nicht antwortet. Halt deine Schnauze. Ja, ich meine... Warum auch nicht? Alle Fragen gingen bisher nur darum, dass ich den Cleverbot gefragt habe, etwas über mich. Was war das für ein Deutsch? Ich frage jetzt einfach mal, wer bist du eigentlich, lieb? Ich sage meinen Namen nicht. Fragezeichen? Sag mir den ersten Buchstaben. Komm, sag du mir deinen Namen. Okay, wie heißt du nochmal? Keinen Sinn, ich hab's dir da gerade beantwortet. Luca Rio, Punkt. So, hi Luca... Warum? Luca, ohne S. Lieber, ist das dein Name? Ja, das ist mein Name, Cleverbot. Ich heiße Luca ohne S. Dann bist du ein Mann? Richtig, lieber Cleverbot. Das ist richtig, das hast du super erkannt. Und jetzt kommt die nächste Antwort von ihm. Wahrscheinlich wieder sowas in die Richtung, wie ich soll meine Fresse halten. Welche Farbe hat mein Shirt? Keine Ahnung, man sagt mir deinen Namen. Ich will einfach wissen, wie der Cleverbot heißt, Alter. Das kann doch nicht sein. Wer steckt denn dahinter? Ich glaube JavaScript, oder? Ah. Wir kommen ganz schön ein bisschen näher. Wer steckt hinter dir? Keine Ahnung, wüsste ich auch gerne. Wir kriegen das noch raus. Mit wem schreibe ich hier? Mit mir. Geht's vielleicht ein wenig detaillierter, das, weil du vielleicht ein Marsmensch bist. Ach komm, HDF. HDF? Wer? Wie soll man so etwas richtig kommentieren? Es geht einfach nicht. Wer bist du? Ich bin ich. Und wer bist du? Ich bin ich. Und wer bist du? Ich bin auch... Ach komm, ey, können wir das nicht mal sein lassen? Ich bin ebenfalls ich. Und wer bist denn du? Seit wann bist du denn Mickey Ma... Puh, puh, puh.
Komm runter, Luca. Ich kann nicht, das ist... Oh, ich bin ich, nicht Mickey Maus. Lieber Claire, ich bin hier. Wie viel Geld soll ich dir geben, damit du ruhig bist? Verrate ich nicht. Sag doch bitte. Mann, lieber Claire, nein, sagst du doch auch nicht. Doch, 50 Milliarden Euro. So, lieber Cleverbot, und jetzt, ich bin keine Frau, denn woher willst du es auch wissen? Ich habe den Cleverbot jetzt einfach mal gefragt. Cleverbot, ich weiß nicht, wer du bist oder wo du herkommst oder was du willst oder ob du Pizza magst oder sonst was, aber ich will gern wissen, mit wem ich es hier zu tun habe. Verstehst du? Ich will's doch einfach nur wissen. Wow. Gerade ist seine Antwort reingekommen und seine Antwort ist, kennst du meine Haarfarbe? Blau, Fragezeichen, ist blau deine Lieblingsfarbe? Ich kann mir das nicht mehr geben. Ich werde in diesen Cleverbot-Videos mit kompletter Dummheit zugeballert, wie mit, komm, in mein Gesicht rein und ich denke mir nur, wow, warum? Mein IQ sinkt nach Cleverbot-Videos immer um 20 Punkte. Ich beende an dieser Stelle das Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Wollt ihr wieder mehr Cleverbot, dann schreibt mir mal Themen in die Kommentare, mit denen ich mit dem Cleverbot drüber diskutieren oder reden. Wow, ciao.